So, der lokale Shinto-Priester dieses europäischen Dorfs hat mir jetzt mal mit zu einer Speicherung verholfen. Und wir können jetzt den Ausgang betreten. Oh ja, das Interface ist irgendwie witzig. Okay, und jetzt marschieren wir mal zurück zu dem Schloss. Ja, hey, und da sind wir. Gut, jetzt können wir zuerst mal zum Tee austreten. Seine Majestät war hat schon auf dich gewartet. Hier ist der Minister. Seine Majestät wartet auf dich. Und hier ist Weihun. Der sieht ja aus wie Weinhuhn. Oh, bin ich schlecht. Seine Majestät, ja. Okay, wir können also nur mit ihm sprechen hier. Oh, und ich habe auf dich gewartet. Ah, no shit, Sherlock. Minister, sagt ihm alle Details. Ja, Majestät. Hör jetzt genau auf meine Worte, Owen. Erstmal musst du herausfinden, wo die Prinzessin ist. Das heißt, sie wurde zuletzt in der Nähe des Labyrinths gesehen. Aber wir haben keine Ahnung, ob sie im Labyrinth ist oder nicht. Boom. Was zum... Dark Soul. Grüße, König Drake. Who are you? Wer bist du? Entschuldigt meine plötzliche Auftauchen. Mein Name ist Dark Soul. Und ich bin gekommen, um euer Reich zu beherrschen. König Drake. Du scheinst dir Sorgen zu machen über die liebliche Prinzessin Yessa. Ah, nun brauchst du ja keine Sorgen mehr machen, weil ich habe sie sicher versteckt. Oh, Monster von Monstern. Oh, Lord Tristan. Noch so eine Bewegung könnte deine letzte sein. Na, zurück zum Geschäft. Ich will, dass du hier verschwindest, Drake. Das muss ein Witz sein. Sprich ohne nur, wenn jemand zu dir spricht. Viron. Das Einzige, was ich frage, für das ich frage, ist dieses Königreich. In Austausch, kannst du deine Tochter zurückhaben. Jetzt entschuldig mich. Ich werde zurück sein, wenn du bereit bist zu verschwinden. Okay, jetzt haben wir dem Oberbösewicht in Begegnung gesehen. Bei dem Blut der Alten, Jessa ist gefangen von diesem Tier. Los, Owen, finde die Prinzessin. Wir verlassen uns auf dich. Okay, Theos, was sagst du dazu? Ich bin Theos, der Berater des Königs. Ich bin hier, um Wissen preiszugeben. Dark Soul zieht seine Kraft aus der Dunkelheit. Sein Feind ist das Licht. Der, wo die Macht des Lichts als Waffe benutzen kann, wird über die Dunkelheit triumphieren. Hey, damals war das fast noch frisch. Nicht so klischeehaft, wie das heute klingt. Hey, Weinbaron, was sagst du? Ha, wir sind Idioten. uns auf diesen Jungen zu verlassen. Baron Weihun. Na, so behandelt man keinen Gast seiner Majestät. Ah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, seit die Prinzessin verschwunden ist. Es ist frustrierend, dass meine besten Leute nicht mal einen kleinen Hinweis gefunden haben. Owen, ich wünsche dir alles Glück, das du brauchst in deiner Suche. Owen, Sohn meines lieben Freundes Mordred, bitte bring die Prinzessin zurück. Ich bete, dass weder dir noch der Prinzessin oder deinem Vater irgendwas passieren wird. Los, jetzt geh. Zeig Dark Soul, was es mal heißt, einen Ritter des Reiches entgegenzutreten. Okay, Minister. Los, Owen, geh, finde die Prinzessin. Wir verlassen uns auf dich. Hatten wir das schon? König? Ah ja gut, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht. Jetzt kann ich eigentlich nur gehen. Und jetzt sehen wir... By order of the king, Sir Owen, may henceforth enter the labyrinth. Oh ja, ab jetzt dürfen wir das Labyrinth betreten. Und da gehen wir jetzt mal gleich rein, weil wir haben hier nichts anderes zu tun. Wir werden ohnehin nicht lange hier sein. Hey, oh, Vorsicht! Wusch, klonk. Das ist der erste Raum. Eingang. Wir können uns hier auch drehen. Und, oh ja, weil wir direkt beim Ausgang waren, werden wir gleich raus teleportiert. Okay, dann schauen wir uns mal an. Vorsicht. Interessant, so. So, dann machen wir mal weiter und gucken uns hier um. Das ist Nummer 2. Hier haben wir Nummer 3. Oh je, ich hoffe, wir verlieren uns jetzt nicht. Also mal sehen, das müsste Süden sein. Gehen wir mal hier runter. Oh, der erste Kampf. Ein ekliger Wurm.
Okay, wir können angreifen, uns verteidigen, ich meine wegrennen, zaubern oder Items benutzen, aber jetzt können wir erstmal mit dem Schwert draufhauen. Pitworm haut ab. Och nö, ey, ich brauch doch Erfahrungspunkte. Feiger Wurm. Na toll. Kavum. Nun gut, wir können auch versuchen, durch Wände durchzurennen. Mal sehen, ob wir damit später Geheimdinge oder sowas finden können. Jetzt gehen wir mal wieder ein Stück weiter. Und jetzt sind wir erneut. Ah, jetzt schauen wir mal, gehen wir jetzt nach Norden oder nach Westen? Mal nachdenken. Okay, gehen wir mal weiter nach Norden. Oh, neuer Angreifer. Okay, gut, dann versuchen wir mal. Ich hoffe, die Würmer haufen jetzt nicht ab. Ah, hier sieht man eine weitere Änderung. Man kann Gruppen angreifen oder einzelne Monster. Aber welches Monster aus der Gruppe angegriffen wird, entscheidet der Zufall. Also los, Zufall. So, der schleimige Schleim greift an. Der erste Wurm greift an und ouch, zwei Schadenspunkte. Ouch! Naja. Okay, aber dadurch, dass wir ein Quartschwert haben, statt ein kleines Messerchen, können wir die Monster mit einem Hieb umbringen. Das ist noch nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Jetzt tauschen wir nochmal hier aus und haben den wieder erledigt. Und jetzt hauen wir nochmal auf diesen hier ein. Und jetzt haben wir alle drei umgebracht. Wir haben drei Erfahrungspunkte und 8 Goldstücke gefunden. Das ist verdammt wenig, vor allem weil wir mindestens 24 brauchen, damit wir uns dann aus dem Labyrinth wieder rausbeamen können. Das wird also wahrscheinlich ziemlich übel enden, wenn wir nicht aufpassen hier. Okay, jetzt können wir wieder zurück nach Süden gehen oder nach Osten. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Genau, das war es, genau. Das ist Süden, das ist Westen, Norden, Osten. Dann gehen wir mal einen Schritt, zwei Schritte nach Osten, drei Schritte, vier Schritte, fünf Schritte und sechs Schritte und knallen gegen die Wand. Okay. Okay, jetzt können wir entweder den Weg wieder zurückmarschieren oder nach Süden gehen. Genau. Und weiter nach Süden. Und gut, da ist ein Tor. Dann gucken wir uns das mal an. Aber erstmal muss ich auf meiner Karte weiterzeichnen, damit ich mich nicht später verlaufe. Okay, dann schaue ich mir mal die Tür hier im Westen an. Und naja, gut. Suchen. Versuchen wir das mal. Owen durchsucht die Zone und findet nichts. Okay, hier können wir nicht weiter. Das Tor ist also erstmal noch verschlossen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Okay. Dann gehen wir, wie gesagt. Ja, genau. Wir sind auf dem richtigen Weg. Na toll, ich fange jetzt schon an, mich zu verlaufen. Ah, Gott sei Dank. Die lenken mich ab. Erstmal greifen wir den an, weil den können wir mit einem Schlag aushieben. Die neuen Gegner kennen wir auch noch nicht. Oh, Höhlen. Höhlenschnecken? Das ist aber keine Höhle hier. Autsch, autsch. Erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den mit einem Schlag angreifen können. Autsch. Das könnte knapp werden jetzt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir können sie hier noch ausschalten, ohne Probleme. Weil, ouch, drei Schadenspunkte war schon übel. Ja gut, aber wir haben gewonnen. Aber wir haben noch weniger Gold gekriegt, das ist schlecht. Dann muss ich ein Item benutzen, wenn ich hier nicht verrecken will. Ja, nämlich noch ein Herb. Zwei haben wir sogar. Gut. Ah, 20 Trefferpunkte wieder zurück. Okay, jetzt genau, genau, hier lang. Und, oh Mann. Jetzt tauschen wir hier mal wieder ein paar Schadenspunkte aus. Nehmen auch und versucht mit seinem Kurs schwer diese ekligen Schleime auseinander zu treiben. Ha, erledigt. Ach, ja. Am Anfang jetzt ist es noch ziemlich simpel, weil Owen hier noch alleine mit seinem Schwert rumhacken muss. Naja, aber wir haben immer noch so wenig Erfahrungspunkte. Und hier sind wir wieder. Autsch. Okay, jetzt stellt sich die Frage, setze ich die Erkundung fort? Oder rennen wir raus, solange es noch geht? Schauen wir mal, wie lange brauchen wir eigentlich noch, um Level 2 zu kriegen? 9, oh, das ist noch fast. Okay, dann unterbreche ich die Aufnahme mal hier, um ein bisschen zu trainieren. Eine Karte habe ich ja jetzt bis zu diesem Punkt.
wenn wir Level 2 haben und ich gespeichert habe und so weiter, dann renne ich wieder hierher zurück. Wir machen weiter. So, und bevor jetzt unsere Tierschutzorganisation mich hier erwischt, wie ich diese Schleime verkloppe, breche ich mal ab und wir schauen mal beim nächsten Mal, was im Westen des Labyrinths vor sich liegt.